Sicher kennst du in deiner Umgebung Menschen, von denen du den Eindruck hast, dass sie immer irgendwie unzufrieden sind. Dass sie gestresst sind, teilweise deprimiert, unruhig, dass ihnen ein Ziel im Leben fehlt. Vielleicht geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, irgendwie ist mir die Vision abhanden gekommen. Irgendwie habe ich keine Freude in meinem Leben. Irgendwie fehlt mir Hoffnung. Irgendwie, ich weiß nicht, Gott ist so weit weg. Ich habe jetzt beim Bibellesen einen Vers gefunden, der mich, oder einen Satz gefunden, der mich sehr tief beeindruckt hat. Und zwar lesen wir in Amos 5, dass der Herr sagt, sucht mich und lebt. Ich dachte, sucht mich, heißt das denn, dass der Herr sich versteckt? Nein. Es heißt, dass wir Gott den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Dass es nicht mehr darum geht, was will ich, wo will ich zurechtkommen, wo will ich sieghaft sein, aus mir, aus meiner Stärke heraus, sondern unsere Stärke und unsere ganze Hoffnung in Gott zu finden. Sucht mich und lebt. Da ist diese Verheißung drin. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken, wenn wir ihn als erstes suchen, seine Ordnungen haben wollen in unserem Leben, uns danach auszustrecken, ihn von ganzem Herzen zu lieben, von ganzer Seele ihn zu suchen und mit unserer ganzen Kraft ihn haben zu wollen, dann gilt diese Verheißung, ihr werdet leben. Jesus sagt an anderer Stelle, ich lebe und du sollst auch leben. Oder er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Gott suchen heißt ganz praktisch mit Gott sprechen. Sprich mit ihm über die Dinge, die dir Schwierigkeiten machen. Sprich mit ihm über die Dinge, die du dir wünschst. Der Heilige Geist möchte dir helfen. Er möchte der Planer deiner Wunder sein. Der wunderbare Ratgeber, der Tröster, der dich in alle Wahrheit leitet. Lass ihn doch ganz neu in dein Herz. Übergib ihm die Dinge, die nicht gut laufen, die irgendwie komisch sind, die du als merkwürdig empfindest. Und er wird dir zur Seite stehen und er wird dich da hineinbringen, dass du Gott findest. Und die Verheißung heißt, sucht mich und lebt. Ein paar Verse weiter heißt es, sucht den Herrn und lebt. Es wird zweimal in diesem Kapitel besonders betont. Sucht den Herrn, streckt euch nach ihm aus. Und das will ich dir für heute mitgeben. Sucht den Herrn und lebe. Gott hat mehr für dich.